Wir befinden uns nun in Saal 4 und dieser Saal ist insofern etwas Besonderes, denn alle Werke, die wir hier sehen, sind gewalzt. Ich habe also begonnen, Pentaptichen zu machen. Das sind Serien aus 5 Bildern, in denen ein gewisser Ablauf stattfindet. Wir lesen von links nach rechts und deswegen werden die auch von links nach rechts zu sehen sein. Die Pentaptichen geben auch manchmal zum Denken Anstoß. Wenn man den Saal betritt und sich nach rechts wendet, sieht man gleich 2 Serien von 15 Bildern. Und die haben ja einen ganz speziellen Hintergrund, denn sie sind durch ein Weltereignis ausgelöst worden. Das war damals in Hongkong, wo eine wunderbar bestehende Ordnung zerstört wurde. Auf der linken Serie sieht man, wie die Bereiche nach und nach ins Wackeln geraten, während auf der rechten Seite dann die Spuren der Einzäunung, der Einpferchung der Menschen dargestellt ist. Man kann an solchen Spuren, die die Gewalt darstellen, ablesen, wie es den Menschen ergangen ist, die damit eingezäunt waren. Ein Lichtblick ist vielleicht, dass eine Betrachterin dann sagte bei dem zerstörten Zaun unten, da sind sie ausgebrochen. Ja, aber das Schöne ist ja, dass auch wenn Hongkong jetzt schon ein bisschen zurückliegt, es trotzdem immer noch aktuell ist, denn wir haben immer noch Zäune auf der Welt, vor allem natürlich auch in Europa und man kann natürlich nicht nur eingesperrt, sondern ausgesperrt sein. Und da haben wir natürlich ganz viele verschiedene Thematiken, zum Beispiel eben auch an den EU-Außengrenzen, wenn man sich ansieht, wie dort die Menschen ausgesperrt werden und dort behandelt werden oder dann eben durchbrechen. Man hört das ja auch immer regelmäßig, dass in den Exklaven auf dem afrikanischen Kontinent eben auch die Menschen versuchen, ja, durch die Zäune durchzubrechen. So ist es eigentlich mit vielen dieser Bilder, die einen Denkanstoß geben und der Betrachter sich seine Gedanken dazu macht, wie es in der Welt ausschaut und wie irrational es zugeht. Eine weitere Dreierserie, die zum Nachdenken anregen soll, befindet sich auch an der rechten Wand, gleich links von den 2 15er Gruppen. Ja, rein äußerlich sieht man jetzt eigentlich die Zeichen des männlichen und des weiblichen Geschlechts in Unordnung geraten. Entstanden ist das Bild bei der MeToo-Bewegung, wo also das mal offensichtlich geworden ist, wie Männer Frauen schlecht behandeln. Aber das ist nicht die einzige schlimme Sache, sondern die zieht sich durch von MeToo bis zur Kopftuchbewegung. Es ist sehr, sehr schlimm, dass in unserem Jahrhundert immer noch Unterschiede gemacht werden, je nach Geschlecht der Person oder je nach Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen. Hier in Saal 4 auf einem Sockel haben wir auch die schon viel besprochenen Walzen oder ein paar dieser Walzen. Und man sieht schon, sie sind unterschiedlich in der Größe, auch in der Form. Manche sind so groß, dass man wirklich wahrscheinlich auch mit beiden Händen sehr viel Druck ausüben muss, während man sich andere fast in die Hosentasche stecken kann. So ist es, da liegt mein Handwerkszeug, das mich also schon 5 Jahrzehnte begleitet. Und zwar ist die mittelgroße Walze im Vordergrund die allerälteste, die ich mir als Student vom Mund absparen musste, die sehr teuer war. Aber ich bin sehr froh, dass ich eben auf dieses Werkzeug gekommen bin. Später dann habe ich sie durch etwas schmalere Walzen ergänzt, wo zum Beispiel die rechts vorne, wo das Silberband entstanden ist, auf dem Bild im anderen Saal, oder die Riesenwalze, mit der man ganze Hintergründe auf einmal bewalzen konnte.
Für bestimmte Bilder habe ich mir sogar Walzen selber angefertigt. Das ist aus einem Wasserleitungsrohr gebaut und da sind dann moosgummiartige Zahlen drauf geklebt. Für nur ein einziges Bild habe ich die benutzt.